Alarm, Leute, Alarm! Es gibt ein neues Gerichtsurteil, das stellt die komplette Bundesrepublik endlich auf den Kopf. Frau Baerbock, bitte aufpassen, Syrien ist sicher. Ein Gericht in Deutschland hat einen subsidiären Schutz eines neu zugezogenen abgelehnt, weil der Bürgerkrieg vorbei ist in Syrien. Leute, macht die Flieger klar, 600.000 Leute können ausgeflogen werden nach Damaskus. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt auch manchmal gute Nachrichten. So gibt es heute ein Gerichtsurteil eines deutschen Gerichtes. Das hat es wirklich in sich, Leute. Es geht um einen Syrer, der schon 2014 in Österreich als Schlepper erwischt wurde, seine Strafe abgesessen hat. Danach wollte er jetzt einen subsidiären Schutzstatus haben und das Oberverwaltungsgericht in Münster, ja genau die, die die AfD verknackt haben letztens, die haben geurteilt, dass da, wo er herkommt, es ihm zuzumuten ist, zu leben, dass per se kein Bürgerkrieg mehr herrscht in Syrien und man das nicht mehr pauschalisieren darf. Die Zahlen des Bundesamtes für Migration, sie zeigen dasselbe Bild. 80% aller Syrer, die 2024 gekommen sind, erhalten höchstens einen subsidiären Schutz, also einen befristeten. Wir kommen direkt zu den Zahlen, Leute. Das ist so spannend. Ich hoffe, Sie telefonieren schon mit Lufthansa oder besser noch mit Ryanair. Macht die Flieger klar, Leute. Das BAMF kann die Leute jetzt alle für ausreisepflichtig erklären. Frau Baerbock, wenn Sie noch was wollen werden in diesem Land, dann sorgen Sie dafür, dass wieder Platz geschaffen wird, dass der Druck vom Wohnungsmarkt genommen wird, der Druck von den Erstaufnahmeeinrichtungen, der Druck von den Kommunen beim Bürgergeld, und retten Sie sich somit in dieser Legislatur. Das wäre wirklich ein Plan. Wir reden über insgesamt 924.000 Personen, die angeben, in diesem Land ein syrischer Staatsbürger zu sein. Inwieweit wir das prüfen können, könnt ihr euch an drei Fingern abzählen, relativ wenig. Von diesen 924.000 Personen sind 641.000 nur befristet. Genau darum ging es, um einen befristeten subsidiären Schutz, wo jetzt das Gericht gesagt hat, nö, den kriegst du auch nicht, hast du nicht verdient, ist nämlich nicht mehr so, wie du sagst, dass es ist. Das heißt, wenn dieser Schutzstatus ausläuft, und wir reden hier davon, dass dieser Schutzstatus immer nur 2 Jahre Gültigkeit hat. Ich hole jetzt mal meinen Taschenrechner während der Aufnahme heraus und rechne euch das aus. 641.000 Leute durch 2 Jahre, durch 365 Tage. Das sind jeden Tag 878 Leute, deren Schutzstatus rein rechnerisch ausläuft, die man sofort mit dem nächsten Flieger nach Hause schicken kann. 878 Leute heißt, wir brauchen mindestens 3 Flugzeuge pro Tag die nächsten 2 Jahre lang. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, jeden einzelnen Tag, 2 Jahre lang, 3 Flugzeuge mindestens, um nur die befristeten Syrer aus unserem Land wieder nach Hause zu fliegen. Also, wir fangen an. Einer geht ab Frankfurt, einer geht ab Berlin, einer geht ab München. Oder vielleicht nehmen wir noch Hamburg und Köln-Bonn dazu. Dann haben wir 5 am Tag. Und dann nehmen wir hier halt einfach kleine A320 Airbus-Maschinen, mit denen fliegen sie auch nach Tel Aviv, das würde funktionieren. Und dann können wir hier 878 Leute jeden Tag wegschicken und sind in 2 Jahren erst fertig mit denen, die hier befristet sind. Ich habe keinen Sekt da, ich habe keinen Popcorn da. Leute, ist Grund zum Feiern. 641.000 befristete, in Deutschland aufenthältige Syrer sind laut Gerichtsdefinition eigentlich nach Auslaufen ihres Schutzstatuses nicht mehr als solche zu behandeln. Das heißt, geht alle nach Hause. Und wer jetzt wieder sagt, Rassismus, nein, Leute, subsidiärer Schutz heißt Schutz auf Zeit. Und das ist das, was die Leute immer vergessen. Die Leute denken, wenn sie einmal hier sind, dann bleiben sie hier. Ja, die meisten bleiben auch hier, aber das Gesetz sieht vor, Kriegsflüchtlinge nur für die Dauer des Konfliktes zu beherbergen und sie dann nach Hause zu schicken. Das sind jetzt 641.000 Befristete. Da gibt es noch beantragte und noch offene Verfahren und geduldete dazu, das sind nochmal fast 200.000. Also Leute, 924.000 Syrer, über 650.000 davon könnten wir sofort rausschicken. Absolut sofort. Das Gericht hat geurteilt, der Mann bekommt nichts. Und Leute, wann geht's endlich los? Ich würde sagen, ziemlich bald, nicht mit dieser Regierung, aber mit einer nächsten eventuell, denn
Mehrere EU-Staaten, 8 Stück an der Zahl, haben sich inzwischen zusammengeschlossen und fordern von der EU, endlich wieder diplomatische Beziehungen mit dem Assad-Regime in Syrien aufzunehmen. Und zwar aus welchem Grund? Aus dem Grunde der Rückführung der Bevölkerung, sagen hier die Außenminister folgender europäischer Staaten. Österreich, Kroatien, Zypern, Tschechien, Griechenland, Italien, Slowakei und Slowenien. Sie haben diesen entsprechenden Brief, der auch öffentlich ist, hier dem EU-Chefdiplomaten Josep Borrell übermittelt. Es geht darum, dass 13 Jahre nach Beginn des Syrien-Konfliktes Bashar al-Assad immer noch die Macht über weite Teile des Landes innehat. Das Interessante ist, es geht hier, dass wir uns eingestehen müssen, dass unsere Syrien-Politik nach 13 Jahren nicht gut gealtert ist, sagt Alexander Schallenberg, österreichischer Außenminister. Es geht am Ende darum, hier die Leute endlich nach Hause zu schicken. Und da kann man wirklich nur sagen, Politiker mit Eiern, Politikern mit Mut, Politikern mit Verstand. Ja, keine Wüste im Kopf, ist wunderbar. Wir reden aber auch über 450.000 Afghanen in diesem Land, über die wir ernsthaft diskutieren und sprechen müssen. Talahons ist nur das eine Stichwort dazu. Aber Leute, 640.000 Syrer auszuweisen, jetzt wird es langsam schwierig mit den Zahlen. Wir haben geduldete Personen in diesem Land, die auch sofort ausreisepflichtig wären. Die kommen da oben drauf, denn diese Zahlen, die 641.000, sind ohne Geduldete. Nochmal 257.000 Leute obendrauf, die auch sofort ausreisepflichtig sind. Leute, und wir werden Millionen Personen remigrieren. Dann sind sie nämlich deported from Germany. Also, für alle, die diese Wörter nicht ausstehen können, die sollten besser hier komplett abschalten und sich irgendwo draußen in die Sonne legen und warten, bis sie einen Sonnenstich bekommen haben. Das Wort Deportation, das ist in unserer Vergangenheit negativ konjugiert, ja, aber Deportation ist der Fachbegriff im Englischen dafür. Und jeder einzelne Abgelehnte, Abgeschobene ist am Ende deported from Germany. Wer das nicht hören mag, der sollte sich mal Gedanken darüber machen, ob er nicht ein psychologisches, psychisches Problem hat, wenn ihm gewisse Wörter so das Schaudern irgendwie in die Glieder bringen. Ja, es ist unfassbar. Und remigrieren bedeutet nach Brockhaus und nach Duden das Zurückkehren in dem Land, was Ursprungsland der Migrationsbewegung war. Ganz einfach, wenn ich irgendwohin auswandere, keine Ahnung, Alexander Raue, ich grüße dich, ich komme jetzt zu dir nach Costa Rica runter und sage einfach, ich möchte Costa Ricaner werden und versuche dort mich zu integrieren. Wenn das Ganze am Ende nicht schafft und sie mich dort rauswerfen, werden sie mich deportieren aus Costa Rica, damit ich am Ende remigriere nach Deutschland oder halt woanders hin. Das darf man sich nicht, also das darf man sich nicht nehmen lassen, diese Worte. Die Sprachpolizei, das ist die Schlimmste, die einem sagen soll, was man sagen darf und was nicht. Ist es schlimm genug, dass in diesem Land gewisse Ausdrücke verboten sind, weil sie der SA oder SS zugerechnet werden? Ihr wisst genau, was ich meine. Aber hier normale Wörter, die im Fachjargon des Ministeriums auch benutzt werden, auf dem Stempel steht drauf, deported, den die Deutschen auf den Abschiebebescheid stempeln. Für alle, die das nicht glauben wollen, ihr könnt danach googeln, das sieht man sogar im Internet. Ich bin wirklich fasziniert davon, von diesen äußerst guten Nachrichten heute, dass es hier ein Gericht gibt, das sagt, Syrien ist sicher, ihr verarscht uns alle und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wann das hier weitergeht. So viele Kröten können die Grünen gar nicht schlucken. Sie sollten am Ende einfach besser gehen, aber in dieser Regierung sollten am besten alle gehen. Dann kommt Frau Nancy Faeser aus der Sache vielleicht raus, wenn es eine juristische Schlappe gibt, ohne ihren Posten räumen zu müssen. Olaf ist dann auch schon weg mit seinem Köfferchen und wir sparen auf jeden Fall das Geld für die Visagistinnen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man Annalena Baerbock nochmal zur Ministerin macht und Herr Merz, passen Sie auf, Schwarz-Grün wird der Untergang der CDU. Seien Sie nicht so blöd und begehen Sie nicht diesen Fehler. Fehler machen wir alle. In letzter Zeit macht YouTube häufiger Fehler mit meinen Videos. Fast alle sind ohne Werbung inzwischen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Eine Gefahr ist inzwischen auch die freie Meinungsäußerung. Deswegen unterstütze mich und meinen Kanal, werde Mitglied, abonniere ihn, drücke die Glocke, drücke den Daumen hoch, kommentiere ihn, verbreite das Video, tu was immer du möchtest damit. Du kannst auch einfach abschalten und was anderes schauen oder du bleibst dran. Bis zum nächsten Mal. Damit ciao.